Schokos, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade aufgewacht, ehrlich. Ich bin gerade aufgewacht. Das ist dein Lenker! Ich war gerade mit meiner Mutter zum Friseur, beziehungsweise meine Mutter fährt mich zum Friseur, weil ich kein Auto habe. Mein Auto kaputt gegangen ist, also mein Auto hat einen Totalschaden. Ich kann es nicht mehr benutzen, ich muss mir ein neues kaufen. Bis dahin muss meine Mutter mir ein bisschen helfen, ne Mama? Mein Bruder hat sein Abitur bestanden. Ich bin sehr stolz auf ihn. Abi ist keine einfache Sache. Ich möchte ihn als Belohnung etwas kaufen, aber ich weiß nicht was. Aber ich mach's einfach so, dass er sich selber aussuchen kann, was. Checkst du? Und quasi egal was. Also er kann holen, was er will. Ja, er muss halt nur aussuchen mäßig. Und dann gehe ich jetzt heute mit ihm einkaufen. Ich habe eh frei heute. Also ich streame heute nicht. Und ich gehe mit ihm gleich einkaufen und darf ich irgendeine Sache aussuchen. Egal was. Wenn er jetzt zu Rolex geht oder so. Na, ich glaube, ich laufe dann. Ich fange an zu laufen. Aber so bei allem anderen wäre ich dabei. Ich bin stolz auf dich, mein Bruder. Los geht's mit dem Video. Erstmal zum Friseur. Ich bin jetzt bei meinem Friseur des Vertrauens angekommen. Weddo! Und er schneidet meine Haare jetzt, er macht frisch. Weil gleich ist so, ist das ein Konzert? Nein, ne? Festival, Bruder. Festival, Festival, genau, Festival. Und mit so Mogli-Haaren und so Bock nicht so krass dahin zu gehen. Deswegen Seiten kurz frisch gemacht beim Master in Paderborn. Wedder. Was geht ab? Und dann kann es gleich weitergehen. Gut. Meine Haare sind jetzt geschnitten. Es sieht sehr, sehr clean aus. Mhm. Das ist das Ergebnis. Schreib von 1 bis 10. Schreib von 1 bis 10 jetzt in die Kommentare. Und jetzt geht's weiter. Um 10. So, mein Bruder hat heute keine Zeit, deswegen verschieben wir das auf morgen. Was ich an meinem freien Tag mache, ist heute ist so ein Festival in Paderborn. Und da bin ich jetzt mit ein paar Freunden. Deswegen war ich auch Haare schneiden, sonst hätte mich gar nicht gejuckt. Und da wird Basketball gespielt. Und da werde ich gleich Körbe werfen. Ihr seht jetzt gerade, bin ich alleine. Das liegt aber nicht daran, dass ich keine Freunde habe, sondern dass sie noch nicht da sind. Okay? Ich habe Freunde, ehrlich. Hier, was willst du sagen? Du musst irgendwas sagen, Digga. Moin! Hallo! Was der Feuerborn? Gut. Alle Männer sind gleich, Bella ändert das Ace. Findest Sativa nicht gut, ziehst nur einen Ballon oder Snooze. Ich hab gestern nicht mehr so viel gefilmt, warum? Eigentlich war ich nur da, um so Freunde und sowas zu treffen. Das heißt, was ich da gemacht habe, war Handshakes verteilt, da einen Freund getroffen, da einen Freund getroffen. Weil die Musikauftritte waren nicht so gut. Justin, blend mal ein. Ich bin einfach einmal komplett in die erste Reihe gegangen. Für das hier, Bro. Für das hier. Digga! Und dann lief noch Bowser und so und no front an Bowser. Respekt für alles, was du erreicht hast, aber ich skippe Bowser immer, wenn er irgendwo ein Feature ist. Bowser, einziger Artist, den ich skippen würde. Dann kam noch diese Juju on the Beat. Also wirklich nichts, was ich unnormal feiere. Deswegen habe ich da auch nichts aufgenommen. Jetzt ein neuer Tag, jetzt gehe ich mit meinem Bruder einkaufen, denn er hat es sich verdient. Er hat sein Abi geschafft, ich bin stolz auf ihn. Und er darf jetzt nehmen, was er will. Nehmen, was er will! Muss ich mir aber kurz anziehen. Vernünftig ist niemand in meiner Umgebung, die Gier ist groß, ich will das mal nicht zählen, ja. Morgen geht's übrigens für mich nach Berlin. Da werde ich auch vloggen, weil da das DFB-Pokalfinale ist. Und Leipzig hat es letztes Jahr gewonnen und vielleicht dieses Jahr auch. Und was letztes Jahr passiert ist, ist, ich war in der Aftershow-Party, wo nur Leipzig-Mitglieder waren. Und Nkunku war dann da natürlich auch, also alle Spieler. Ich habe Nkunku nach einem Bild gefragt und er hat nein gesagt. Bitte dieses Jahr letzte Chance, weil Nkunku geht nach Chelsea, Bro. Das ist die letzte Chance, mit ihm ein Bild zu machen. Ich will ihn nicht absolut fanboyen, aber er wäre auf jeden Fall der, mit dem ich am liebsten ein Bild hätte in der ganzen Bundesliga. In der ganzen Bundesliga. Ba, ba, ba. Ich glaube, das war so ein bisschen Fanboy. Egal, scheiß drauf. Hey, wow. Willst du zum Sport gehen? Mhm. Na, wir gehen nicht. Wir gehen jetzt in die Stadt. Was machen? Die Sachen können ein Geschenk kaufen. Okay. Ready? Mhm. Zieh da den Rucksack aus. Rebels Gaming Rucksack. Aha. Aha. Okay, okay. Was machst du morgen? Nix. Nix? Ehrlich, nix? Komm frei. Willst du mich nach Berlin fahren? Was ist das? DFB-Pokalfinale. Mhm. Kommst du mit? Mhm. Kommst du mit? Mhm. Kommst du mit? Digga, auf alle Fälle. Nice, Digga. Wer spielt überhaupt? Frankfurt gegen Leipzig. Boah, krass. Ja, Mann. Ah, Digga, eine Sache noch gar nicht gesagt. Alles gut zum Abitur, Digga. Okay. Welcher Schnitt? 3. 3 glatt? Mhm. Besser als ich. Was hattest du? 3-4. Oh, okay. Aber stark, Digga, ich bin stolz auf dich. Bist du stolz auf Rojo? War man gerade aufgewacht. Du musst aber eigentlich sagen, dass du stolz auf Rojo bist, kurz. Ja, bin ich. Nice, okay. Ich hab einen Ballon geholt, der ist richtig fett. Ein Ballon, ja, den habe ich gesehen. Warte, willst du den kurz zeigen? Zeig den kurz, den Ballon. Let's go. Paderborn, meine Stadt. Drinking apple cider vinegar, wearing skim, cause she wanna be Kim in him. Alright. Parkticket abgeholt, zu welchem Laden willst du zuerst? Boah, ich hätte gesagt, lass direkt den Schuhladen abchecken, oder? Schuh? Ja, auf alle Fälle. Willst du den Schuh ziehen, oder was? Oder muss? Aber da gibt's auch, manchmal gibt's... Die sehen fresh aus, Digga. Guck mal, wie kaputt die sind.
Ja, komm, lass hin, du darfst aussuchen. Digga, das ist so lustig, ne? Und überleg mal, Digga, sind so vor, weiß was ich, wie vielen Jahren. Aber wann haben wir Matchstacks gesammelt? Wie lange ist das her? Bestimmt so 10 Jahre. 10 Jahre, Digga. Wir sind so zusammen so zu Lotto Totto gegangen, was? Mit so 1 Euro oder so, und haben so ein Pack zusammen geöffnet, und das war so voll Unterhaltung, so ein einziges nach Schule zu öffnen. Ist man da so hingefahren, ne? Ja, genau. Das war so, Digga, belohnend, wenn man so gute Tests oder so geschrieben hat. Dann, Digga, haben wir in unserem Zimmer so Pack-Opening gemacht. Schöre. Und jetzt verrückt, Digga, jetzt einfach sagen, ja, nimm was du willst. Oder überleg mal, stellt euch mal vor, das wäre bei euch so, Digga. Das schon, bei Gott, dafür bin ich dankbar, Digga. Digga, das ist crazy, Digga, aber nur eine Sache. Zwei? Eine. Ganz ehrlich, Portemonnaie tut weh mit diesen Hilfeschreien und so aus. Portemonnaie, du hörst so. Hilfe, bitte, rein. Okay, Digga. Wir sind erst bei Snipes drin, Bruder. Ja, warum willst du bei Snipes rein unbedingt? Gar nicht, ich will da nicht rein. Warum wolltest du unbedingt hier rein? Sei ehrlich. Ich wollte nicht rein, Digga. Du wolltest hier rein. Du meinst, lass unbedingt bei Snipes rein. Bruder, was redest du jetzt so? Bruder, okay, komm. Ehrlich jetzt? Ja. Spaß, Digga. Komm mal rein, ganz schnell, lass mal direkt durch die Tür wieder raus. Rausgehen, ja, oder? Ja, auf alle Fälle. Ja, hier ist aber direkt daneben noch ein bisschen besserer Schuhladen. Ja, ja, da gehen wir jetzt rein. Oh, der Laden ist schon sehr, sehr sexy. Der Laden ist schon sehr, sehr sexy. Aber Digga, die Schuhe hier sind auch alle limitiert und sowas, ne? Komm mal mit. Hast du schon irgendeinen einen Kopf, oder? Ich hab schon einen, den ich mir schon bestellt habe, weißt du? Okay. Ja, aber es macht ja gar keinen Sinn, den dann zu holen. Das ist der hier. Der? Ja, ja. Aber den kannst du dir ja nicht nochmal holen. Ja, kannst du auch nicht. Du musst schon irgendwas. Ey, das ist meiner! Ja, Mann. Ja, weiß ich nicht, ich muss gucken. Da ist doch welcher. Das ist auch. Boah, der ist geisteskrank, ne? Ja, das ist ehrlich geisteskrank. 400, Digga, ist schon Brocken, Digga. Zeig mal ein bisschen. Was zu dir passen würde, meiner Meinung nach. Ich hab einen, du. Was denn? Irgendeine Kacke kommt. Nein, jetzt. Digga, ernst gemeint, der passt zu dir. Der passt. Oder was redest du? Der passt zu deinem Outfit. Nein, Digga. Mein Gott. Der sieht sogar... Hast du was gegen Pink? Nein, Bruder, aber es sieht eher aus für Mädchen. Nein, das ist für Jungs, vertrau. Würdest du den jetzt schon safe ziehen? Ja, wenn der passt. Okay, Digga. Digga, das war ja gar keine Überlegung. Direkt erster Laden, er wusste schon, was er haben will. Das ist verrückt. Digga, ich dachte, du holst dir vielleicht so ein Ding, Digga. So Air Force? Nein, ich dachte, du holst dir vielleicht so ein Buch oder so. Oder das kommt danach. Ein Buch. Oder Bücher habe ich erst mal. Ich glaube, du hast noch nie ein Buch gelesen, oder außerhalb, außer Schule. Außer für Schule. Hast du schon mal ein Buch gelesen, ja, außer... Safi. Welches? Ja, okay. Boah. Ja, okay. Der sieht schon sehr lecker aus, Digga. Ey, wusstest du, wenn du dir diesen Schuh holst, ne? Ich habe noch nie jemanden ein teureres Geschenk gemacht dann als das. Ehrlich? Ja. Oder da kommt gleich noch was drauf. Nein, Digga, eine Sache habe ich gesagt. Du kannst dir noch ein Buch holen danach, das war's. Er ist schon groß bisschen, ja? Muss ich ehrlich sagen. Gibt's den nicht in kleiner? Nee, das ist 45. Zeig mal den Vierer, Digga. Aber ich hab schon gesagt, der hier auch, der Colorway? Probier an, Cousin. Schreibt mal eins in die Kommentare, wenn ihr den Babestars genommen hättet, und zwei in die Kommentare, wenn ihr den Schuh genommen hättet. Und wenn ihr schon einen Babestar habt, also so müsst ihr das... Angenommen, ihr hättet einen. Angenommen, also. Ihr hättet einen Babestar schon. Was 10 plus 4? 14. Digga, er hat ehrlich Abitur, Digga. Nicht schlecht. Die Antwort kam raus. 10 plus 5 ist. 10 plus 5, sag. 16. Der ist schon echt die Übermacht, Digga, ich sag dir ehrlich. Der ist ehrlich frisch. Ich glaub, ich nehm den einfach. Ja, yeah, Mann. Digga, ich würde den schon gerne nehmen, ne? Ja. Yeah. Aber ich hätte auch schon gerne einen PC, Digga, ich sag dir ehrlich. PC? Also statt Schuhe jetzt PC, oder? Ja, Bruder, ein PC wäre krass. Ja, okay, Digga, okay, komm! Ich hätte dir gesagt, du kannst aussuchen, was du willst. Okay, dann gehen wir jetzt doch zu Saturn, oder was? Ja, besser. Okay. Ah ja, verrückt, Digga. Ich wollte den Schuh anprobieren, weißt du? Ja, okay. Weil guck mal, jetzt hab ich den anprobiert, den ich mir bestellen wollte. Ja. Digga, was willst du eigentlich mit dem PC dann machen? Also wofür willst du einen PC holen? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich wollte eigentlich mit einem Kollegen anfangen zu streamen. So ein Ding ist das. Laber, kein Schrott jetzt. Bruder, wo kriegt man einen, ist die Frage. Ein PC? Mhm. Die gibt es schon in Läden. Bruder, sagst du, PC muss man den nicht so selber zusammen? Ja, eigentlich schon, Digga. Wir müssen jetzt einen holen. Immer besser zu selber zusammen ehrlich, zu schrauben. PC ist schon die beste Investition, weil überleg mal, ich hab schon eine PS4. So. Babes habe ich auch schon so vom Ding her, juckt eigentlich nicht, den Schuh wollte ich mir eh selber bestellen noch. Ja. So ein Ding ist das, weißt du? Und Bruder, mit PC, du hast alles, du kannst auch noch mehr Geld machen, theoretisch gesehen, weißt du? Oha, okay! Geldmacher im Online-Business. Zukünftig sehen und nicht dieses Materielle, bei Gott, scheiß auf das. Boah, schön gesehen, schön gesagt. Ja, das Materielle ist nicht wichtig. 400 Euro, Bruder. 400 Euro und die sind dann einfach weg. Und ja.
nach einem Jahr, Bruder, sind diese 400 Euro nicht mal 2 Euro wert. Das stimmt, Digga. Auch generell verrückt, ne? Schuhe für 400. Oh, ne? Ist krass. 400. Aber überleg mal, er hat schon recht, weil im Endeffekt ein PC, man kann PCs schon so für denselben Preis bekommen. Und dann holt man sich lieber etwas, von dem man mehr hat, als nur dieses Materielle. Genau. Natürlich, in sich einen Schuh zu gönnen und so, das ist auch immer schön. Das kann man machen, wenn man das wenn man, mal auf dem Konto hat. Genau, weißt du das? Ja, oder wenn man das Material, wenn man erst in das andere investiert hat, weißt du? Genau. Also holt man sich erst die wichtigeren Sachen und dann kann man sich auch sowas ziehen wie einen geilen Schuh oder so. Also denk dir mal vorher nach, okay, was kaufe ich jetzt, was wird jetzt am besten passen, was wäre am schlauesten. Weil wenn ihr jetzt schon mal einen geilen Schuh habt und der Sommer kommt und der Schuh passt zum Sommer. Ja, Mann. Oder Digga, auch wenn er nicht zum Sommer passt und ihr dann lieber einen PC haben wollt oder so, dann holt euch einen PC. Warum haben die so früh schon zu? Ernst komisch, oder? 18 Uhr, ne? Machen die da schon zu? Okay, zweiter Abchecker, Mediamarkt im Südring. Ah, der hat 100% offen. Wenn der nicht offen hat, dann bell ich jetzt in dem Video. Ist offen. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die PCs sind. Die müssen genau in dieser Richtung hier sein. Ich kenne mich schon aus, als wäre ich hier so ein Mitarbeiter. Hallo, ich hätte mal eine Frage. Ja. Und zwar, wo finde ich hier PCs? PCs? Ja. Kommen Sie mal mit. Run. Ja, nicht hier. Ey, du willst du safe einen PC? Ja, aber die bocken nicht. Ja, die sind halt so kleine PCs. Digga, das Ding ist, das ist jetzt crazy, Digga. Das ist mir gerade erst eingefallen. Ich habe noch einen PC für 1400. Ich habe doch einen neuen. Der davor, den habe ich. Okay, krass. Der ist in meinem Ding-Abstellraum. Ja, direkt. Willst du den einfach nehmen? Ja. Ja, okay, Digga, dann heißt das aber, der Schuh ist noch offen, plus du brauchst Sachen für dein Setup. Boah, yes, baby. Ich brauche einen Bildschirm. Ich hab einen. Für den teuersten, den es hier gibt. Und der passt nicht vom Aussehen zu meinem anderen Bildschirm, deswegen habe ich den nie eingestellt. AOC, der krasseste, das ist der krasseste. Ja. Boah. Das ist der krasseste, den es gibt. Ich hab den aber nie benutzt, Digga. Digga, Sandro hat deinen Craft, der sieht so mächtig aus. Warte, ich zeig dir den. Boah, okay. Nee, warte, ja doch, das ist der. Angelächelt, ne? Die sind, glaube ich, krass. Die kosten auch locker bestimmt 100 Euro mindestens. Also es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr weird, dass der Preis nicht dran steht. Das heißt schon immer was eigentlich. Und Tastatur noch nicht vergessen. Hier, Wireless, Basilisk. Okay, wir haben jetzt alles gekauft, was er braucht für sein Setup. Einmal die Cam. Einmal Headset. Maus und Tastatur. Ja. Jalla, gib ihn. Bist du happy? Ja, Bruder. Auf alle Fälle, ich bin dir auch 1000% dankbar. Ah, brauchst nicht sagen. Komm jetzt. Let's go. Ja. Ja, komm. Wie heißt du? Nico. Willst du irgendwas für den Vlog sagen? Folgt Allah mit Loco. Boah, starke Aussage. Er hatte einen Satz, er ist für einen guten entschieden auf jeden Fall. Und Stepper zurück jetzt. Fahr jetzt gleich noch mal kurz rechts, Digga. Ich hol mir doch schnell was zu essen. Du hast schon gegessen, ne? Okay, ich habe mein Essen geholt, ich habe das hier abgelegt. Ich gebe jetzt meinem Bruder noch die Sachen mit. Dings hast du schon in Hand, ne? Ja. Mikrofon und Monitor. Und jetzt noch PC. Auf diesem PC wurde Geschichte geschrieben, Digga. Boah. Das sind die Anfänge von meiner YouTube-Karriere drauf. Bruder, und ich habe auch deine alte PS4. Ja, Mann. Ja, halt's Maul jetzt, Digga. Geh weiter. Boah, das wolltest du kurz nehmen. Ja, ist okay. Nice Statement. Ich weiß, vielleicht der seltsamste Vlog, den ich gemacht habe. Ich hab jetzt meinem Bruder alles gegeben. Er ist jetzt nach Hause gefahren. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen. Ich werde morgen nach Berlin fahren, auch mit meinem kleinen Bruder zusammen. Ich habe ihm gesagt, wenn du willst, kannst du mitkommen. DFB-Pokalfinale zusammenschauen. Und dann kaufe ich meinem Bruder noch Schuhe. Als kleine Überraschung. Das weiß er noch nicht. Er wird das Video auch nicht sehen können, weil wenn ihr das Video seht, sind wir schon auf dem Weg nach Berlin. Check gerne mein Instagram ab, da poste ich dann Bilder von dem Tag. Und grüßt eure Haustiere von mir. Tschüss.